acht. Acht und acht. 102. 105. Zuckerbrot, ja? Wiederholen Sie bitte. Was? Nein, Sie sprechen zu schnell. Okay, Doc, ich mache es langsam. Hier ist ein Kerl namens Clooney. Er steht jetzt auf dem Sims vom Ramona Hotel und droht damit herunterzuspringen, sollte ihn seine Frau nicht aufsuchen. Kenn ich nicht, den Gentleman. Was sagten Sie, wie ist sein Name, Mr. Clooney? Ja, die Sie kennen, ist Mrs. Clooney. Sie wissen doch, die Dame, die Sie pudern. Das tut ja nicht zur Sache. Aber ich werde seiner Frau nicht erlauben, zu diesem Menschen zu kommen. Das ist emotionale Erpressung. Und ich werde Mrs. Clooney nicht gestatten, der nachzugeben, verstehen Sie? Also, mein guter Rat an Mr. Clooney ist, er soll springen. Warten Sie mal. Ich glaube, mir... Hey, Doc! Also, wie sieht's aus? Hä? Hallo, Mrs. Clooney! Oh, was denn? Hat der Doktor Ihnen inzwischen die Situation erklärt? Ja, ich fürchte, dass es ihm ernst ist. Oh, ja, ja. Sie wollen? Danke, ich wusste es. Ihrer Stimme nach müssen Sie eine tolle Frau... Was uns zum heutigen Thema bringt. Vorzeitchen Ejakulation. Verfrühte Ejakulation, das bedeutet in allen Fällen, dass Sie gezwungen sind, sich zu entschuldigen. Es gibt viele, da es uralte Lehren, die Sie bei Bedarf anwenden können, um eine Art Selbstkontrolle auszuüben. Es gibt auch Vorschläge, einen Eimer oder eine Wanne Eiswasser neben dem Bett bereitzustellen. Stippen Sie dann Ihre Zehen in das Eiswasser in einem kritischen Moment. Andere raten, dass man sich auf etwas Prosaisches konzentrieren soll. Denken Sie... Während Sie an Ihrer Sache arbeiten, an die Namen der sieben Zwerge aus Schneewittchen. Versuchen Sie sich an die Nummer Ihrer Sozial... Was ist denn los, Celia? Was kann denn so wichtig sein? Ich sah ihn, Hugo, und ich bin sicher, er wird es tun. Wen hast du gesehen und wer tut was? Victor, er wird sich umbringen. Das ist sein Problem. Es ist auch unser Problem. Hier, lies das mal. Er macht dich für alles verantwortlich. Ein verschrobener Spinner. Es nimmt doch niemand diesen Unsinn ernst. Ach, da kennst du die Leute von der Sendung 60 Minuten schlecht. Wenn die das in die Finger kriegen, dann wird Mike Wallace dich aufs Rad flechten. Komm, wer sieht sich diesen Blödsinn schon an? Nur 50 Millionen. Hast du vergessen, was er dem Schaden getan hat? Und Dr. Kissinger? Kissinger? Gott, wer alles heute seinen Doktor hat. Hugo, es geht mir nur um uns. Wir können nicht zulassen, dass er sich umbringt, jetzt wo wir gerade die vierte Ebene erreicht haben. Bitte, Zuckerchen. Bevor es tot und es zu spät ist. Also gut. Du holst Auto und ich meine Spritzen. Halt den Wagen und dann komm zu ihm. Wie ist dir rechtes Zuckerchen? Sind das sämtliche bewohnten Zimmer im dritten Stockwerk? Ja, Captain, gibt's irgendwas Besonderes? Oh, nur, dass einer von Ihren Gästen draußen am Gebäude herumklettert. Aber das ist doch alles. Das finde ich aber sehr ungewöhnlich. Ich wette, das ist der Kerl aus 359, der versucht hat, sich aufzuhängen. Sagtest du eben aufhängen? Ich hab's gesehen. Und du hast es mir nicht gemeldet? 359, Victor Clooney. Das ist der Clown. Victor Clooney, welches Zimmer hat er? Wer sind Sie? Ich bin Dr. Zuckerbrot. Ich muss ihn sofort sprechen. So, und warum bitte? Es tut mir leid, aber es gibt eine ärztliche Schweigepflicht. Die Beziehung zwischen Arzt und Patient... Ach, kommen Sie schon. Das Problem ist, dass er verrückt ist. Er versucht ständig, sich zu töten. Er ist in Zimmer 359. Gehen wir. Bitte. Ich denke, es ist besser, wenn ich ihn allein aufsuche. Womöglich flippt er uns sonst ganz aus. Okay, Doc. Übernehmen Sie das. 359. Und raten Sie ihm, vom Fenster wegzubleiben, sonst knallen ihm unsere Jungs noch den Arsch ab. Tut mir leid, ich habe kein Brandy. Schön Mund aufmachen. Komm, mach den Mund auf. Ich hole dir eine kalte Kompresse, okay? Ich vergesse dauernd, dass kein Wasser läuft. Bin gleich wieder da. Beruhigen Sie sich, Mr. Clooney. Sie sind in guten Händen. Oh.
Was haben Sie denn hier zu suchen? Hm? Ich bin Arzt. Schnell, helfen Sie mir, ihm die Hosen runterzuziehen. Wieso denn das? Ich werde ihm eine Spritze geben. Falsches Ende, hat sich den Kopf gestoßen. Erklären Sie mir meinen Beruf nicht. Was wollen Sie ihm geben? Etwas, was ihn ruhig stellt. Hä? Er muss sich beruhigen. Oder wollen Sie, dass er aus dem Krankenwagen springt? Was für ein Krankenwagen? Der ihn zur psychiatrischen Klinik bringt. Psychiatrische Klinik? Gesetzliche Vorschrift. Aber ja, jeder potenzielle Selbstmörder muss zur Beobachtung dorthin. Selbstmörder? Der? Der geborene Verlierer. Übler Querulant. Seine Frau hat ihn vor einiger Zeit verlassen. Oh, ach wirklich? Danach, wie sie ihn beschrieben hat, habe ich ihn noch wesentlich mickriger vorgestellt. Ach, tatsächlich? Ja, außerdem muss ich sagen, er ist besser bestückt, als sie mir berichtet hat. Sie hat ihn darüber berichtet? Sind Sie ein Freund von Mr. Clooney? Nein, 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 ich kenne ihn erst seit heute Vormittag. Wir sind Zimmernachbarn. Nach dem, was sie mir berichtet hat über ihr Sexualleben, das heißt, es hat eigentlich kaum stattgefunden. Erzählen Sie weiter. Man höre und staune. Seit 12 Jahren. Jeden Mittwoch und Sonntag gegen 10 Uhr, wie ein Uhrwerk. Und während der ganzen Zeit hatte sie nicht einen Orgasmus. Das ist eine Lüge! Natürlich hat sie ihn wie jede gute Ehefrau vorgetäuscht. 12 Jahre lang. Oh. Ist er soweit? Er hat ein Sedativum. Hilf mir, ihm die Zwangsjacke anzulegen. Oh. Wer ist denn das? Was soll das heißen? Wer ist das? Das ist dein Mann. Weiterraten, Doktor. Sie können auch drauf kommen. Wer ist er? Na los, los, sag's ihm. Plaudertäschchen, du hast ihm ja sonst alles erzählt, bis hin zu den Orgasmen. Victor! Was hast du sonst noch alles erzählt? Dass ich bei Kreuzworträtseln mogle? Dass ich aus lokalen Zuckerwürfel mitnehme? Dass ich Bettnässer war, bis ich 11 war? Nein, glaub mir, Victor, das habe ich niemals erwähnt. Ein Bettnässer? Aha, das erklärt manches, wenn nicht alles. Den Kerl schlag ich tot mit meinen bloßen Händen. Oh. Sehen Sie sich ihn an, mein besten Freund. Ich zeig's an, wegen Kurpfuscherei eine Nadel in den falschen Kerl zu stecken. Victor, was wir vorhatten, geschah zu deinem eigenen Nutzen. Zu meinem eigenen Nutzen? Ihr wolltet mich in eine Klapsmühle stecken. Ich gebe zu, einen Fehler gemacht zu haben. Aber der lässt sich leicht korrigieren. Wenn Sie freundlicherweise Ihre Hose ein wenig herablassen würden. Das würde Ihnen so passen, ne? Ich lasse meine Hosen runter, Sie lassen Ihre Hose runter, Sie ja ebenfalls. Wie nennt man das? Einen flotten Dreier? Victor, du läufst amok. Sie sind krank, Doktor. Man sollte Ihnen die Reitpeitsche geben und Ihnen die Cojones abschneiden. Sie gehören ausgewiesen. Lass ihn los, du tust ihm weh. Da ist er ja, dein Trauring. Das ist es, was du brauchst. Zuckerbrot und Peitsche. Weißt du, was dein Problem ist, Victor? Du hättest als Mann auf die Welt kommen sollen. Celia, es mag sein, dass ich dich mal geliebt habe. Jetzt bist du mir nicht mal mehr sympathisch. Und du machst zum Teufel, dass sie rauskommt, bevor ich die Beherrschung verliere. Gute Idee. Ich habe eine Vorlesung über Sex und Gleichberechtigung. Hier, nimm das mit, du Sittenstrolch. Vielleicht versuchst du es noch mal mit deiner ersten Frau. Raus! Ich will das.